Du kennst das Spiel. Gib mir Elex und ich handle mit dir. Hier hast du dein Elex. Lass uns handeln. Wie du willst. Sehr gut. Absorberschild 80%. Das war deutlich besser als die 55% von uns. Alpschild, nicht Absorberschild. Gottes Willen. Beschädigtes Breitschwert hast du zufällig nicht, oder? Scout-Klinge haben wir auch nicht genug dafür. Bei Scout-Klinge könnten wir beim nächsten Level up benutzen, die wir auf jeden Fall stärker als unsere aktuelle Waffe. Was wir auf jeden Fall aber brauchen, ist ein besseres Gewehr. Unsere aktuelle Schrotflinte macht 77 Schaden. Jetzt, ich glaube, vom Bogen können wir uns verabschieden. Später von den Pfeilen und von den Bolzen und Speeren. Ich schaue gerade noch für Waffen. Ich habe halt auch Chemie nicht weit genug gelernt. Geschicklichkeit, Stärke, Intelligenz. Okay, man kann also mit Tränken, die zum Glück nicht irgendwie große, starke Zutaten brauchen, das Ganze aufrüsten. Alles klar. Schwierig. Ich schaue gerade, wie gesagt, wegen Schusswaffen eigentlich. Aber es gibt hier nichts, was irgendwie unsere Skill Range wäre, wir verwenden könnten. Aber ich glaube, das brauchen wir auch gar nicht auf Dauer, wenn wir Nahkampf und Magie verwenden. Aber wir bräuchten halt langsam in jedem Fall Sieramsch. Wir bräuchten langsam und sicher in jedem Fall mehr Schrotpatronen und auch langsam ein bisschen Intelligenz und oder Geschicklichkeit. Duct Tape. Was? Gut. Achttausend Credits immerhin. So, das heißt, wir wählen die nächste Quest aus. Das war, ja, genau. Das war hier. Die Markierung kann weg, ja. Da werden wir aber unterwegs kurz einen Stopp in der Bastion machen. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass der Schmied da zumindest noch irgendein beschädigtes Breitschwert haben wird.
Und dann kann ich mein Schwert zumindest so aufrüsten. Oder ich hoffe es zumindest sehr inständig. Mal sehen. Oh, fuck. Beschädigter Jagdbogen. Tja. Ach, wirklich, das wäre schon der zweite. Der andere hat mich erst verkauft. Wenn ich noch einen dritten hätte, könnte ich den Schienenhammer vollbauen, aber... Bleh. Ich will etwas kaufen. Sicher doch. So. Er hat kein beschädigtes Breitschwert, auch jetzt bin ich enttäuscht. Shit. Auch keine Schrotflinten-Munition dabei, Leute. Beschädigtes Agentenschwert bräuchte ich 3 von auch. Hier auch 3 von. Das wäre schon ein ganz guter Schadensboost auch. Hier bräuchte ich halt ein zweites Alpschwert. Und Waffenschmied 3. Kann ich Waffenschmied 3 bei dir lernen? Oder fehlt mir da noch was? Ja, so ein bisschen was. Sockeln bringt halt nichts. Dann lieber Munition herstellen, Dankeschön. Ich habe keinen Bauplan für Showpatronen. Ach, er hat sogar Showpatronen im Angebot, wow. Der hat keine Baupläne für Showpatronen, warum nicht? Kann ich ewig andere Tränke hier kaufen? Kleine Heiltränke habe ich noch nicht. Das habe ich schon, das habe ich schon. Mana-Trank brauche ich nicht. Kriege auch nicht. Was kosten Showpatronen? 5 pro Stück? Ja gut, was soll ich machen? Es wird nicht billiger. Dann auf nach Tabar. In der Hoffnung, dass wir dort in der Mission nicht direkt drauf gehen. Da wartet übrigens auch immer noch ein Unhold auf uns, ne? Yay! Spaß! Abflug.
Bitte sag mir nicht, ich brauche Verstärkung wegen dem Hornwolf hier. Bitte sag mir nicht, dass es daran lag. Was zum Henker? Das Vieh erledige ich! Bitte sag, das ist nicht der Grund, sondern wenn man Verstärkung braucht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ah, da bist du ja endlich. Ich habe bereits auf dich gewartet. Arzog hat mir eine Nachricht zukommen lassen, dass er mir Verstärkung schickt. Ich nehme an, das bist du. Richtig. Er hat mich hergeschickt, weil ich diese Gegend von früher kenne. Sehr gut. Dann kannst du mir sicher mit meinem Auftrag helfen. Wovon redest du da? Commander Arzog sagte, ich soll auf jemanden namens Jax warten. Bist du das nicht? Doch. Doch? Er meinte, es wäre dein letzter Auftrag als Scout. Also, bist du jetzt hier, um mir bei meinem Auftrag zu helfen oder nicht? Um was geht es bei deinem Auftrag? Da Arzog dich geschickt hat, gehe ich davon aus, dass du vertrauenswürdig bist. Ja, ich auch. Meine Mission ist es, mehr über die Macht der Berserker herauszufinden. Okay, nice. Um genau zu sein, über ihr Mana. Es gleicht dem Elex, aber es ist doch etwas völlig anders. Ja, es ist umgekehrt. Die Berserker expandieren so stark, da können wir es uns nicht leisten, die Quelle ihrer Macht nicht zu kennen. Das hätte ich ihm auch in der Basis beantworten können, Gottes Willen. Und was genau willst du über das Mana wissen? Alles, was es zu wissen gibt. Jetzt, wo wir Alps mehr mit unseren Emotionen experimentieren, könnte das Mana der Berserker vielleicht der Schlüssel zum Erfolg sein. Ich habe gehofft, dass ich mich als Berserker verkleidet bei ihnen einschleichen kann. Im Optimalfall hätte ich eine Tätigkeit als einer ihrer Setzer oder vielleicht als Gehilfe an ihrer Mana-Verarbeitung. Oh nee. Wenn du als Setzer arbeiten willst, solltest du mal mit Thorhild sprechen. Ich habe bereits in Erfahrung gebracht, dass sie für die Setzlinge zuständig ist. Leider hat sie mir nicht getraut und gesagt, ich solle den Wald von Unkraut befreien, wenn ich mich so gerne mit Pflanzen beschäftige. Ich nehme an, das war eine Art Beleidigung. Ich habe mich also bedankt und sie dann nicht weiter gestört. Hier draußen eine Arbeit zu finden, ist also keine Option. Ich muss in das vorhineingelassen werden. Und genau deswegen bist du hier. Ich brauche einen Ortskundigen, der dafür sorgt, dass ich Zugang zum Vorbekomme und mir hilft, dort eine Arbeit zu finden. Die Leute hier sind alle sehr emotional. Mir fällt es extrem schwer, darauf zu reagieren. Ich werde sehen, was ich tun kann. Gut, ich habe auch bereits eine Idee, wie du mich ins Vorbringen könntest. Aha. Und wie sieht die aus? Ich werde mich außerhalb der Reichweite der Torwachen positionieren, während du zu ihnen gehst. Dann wirst du ihnen sagen, dass gleich jemand kommen wird, um zu beweisen, dass er es wert ist, ins Vorgelassen zu werden. Als nächstes gibst du mir ein Signal und ich werde einen der beiden Torwachen über mehrere hundert Meter erschießen. Das sollte ihnen meine Effizienz beweisen. Wer kam eigentlich darauf, dir diese Mission zu übertragen? Arzog persönlich. Ich bin der effizienteste Scout im Depot. Wir müssen die Berserker nur dazu kriegen, das auch zu sehen. Ich bekomme nicht umsonst so eine hohe Elix-Ration zugeteilt. Ah, das erklärt einiges. Ich höre heraus, dass du denkst, dass mein Plan nicht funktionieren wird. So könnte man es auch sagen. Aber genau deswegen bist du ja hier. Wie denkst du, sollten wir vorgehen? Lass uns zusammen zum Tor gehen. Du denkst doch nicht wirklich, dass es so einfach ist. Oh doch. Wie ich dir bereits sagte, ich habe es schon alleine versucht. Ich habe keinen Grund zu glauben, wir könnten ein anderes Ergebnis erwarten, nur weil du dabei bist. Überlass das einfach mir. Komm mit. Wie du willst. Dann geh voran. Und bitte töte niemanden um Herakles Namen. Ach du Scheiße. Das kannst du dir echt nicht ausdenken.
Will der Leute über hunderte Meter erschießen, um Effizienz zu beweisen. Holy smokes, oder so. By the way, nachdem die Aufnahme ja relativ aktuell rauskommen wird. Okay, wenn das hier ist auch schon wieder Samstag. Fuck. Ankerkraut hat sich ja Nestle verkauft. Also, erstmal 15.000 Influencer abspringen sehen. Halt, dich kenne ich. Aber wer ist der da? Nur ein Freund. Das kann ja jeder behaupten. Wir lassen hier niemanden rein, den wir nicht kennen. Oder Striker? Wie, was? Ich habe mich aufgepasst. Genau. Moment mal. Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich kenne den. Den haben wir doch schon mal weggeschickt. Warte mal einen Augenblick. Du da, komm mal her. Wo kommst du überhaupt her? Ich bin ein Schatzsuchender. Das ist mir schon klar, aber vor was suchst du welchen? Wovor ich... Ich suche Schutz vor... den Alps. Ja, genau, die Alps, die jagen mich. So, so. Lass ihn einfach rein, Garda. Wenn er vor den Alps geflohen ist, kann er nicht so ein schlechter Kerl sein. Wie sagt mir, dass du nicht einfach einer dieser Stim-abhängigen Irren bist, die ab und zu mal vorbeikommen? Du weißt, dass die Outlaws seit Jahren nicht mehr hier wohnen, oder? Stims bekommst du hier keine. Dessen bin ich mir bewusst. Ihr seid die Berserker. Ein unterentwickeltes Volk von Abergläubischen, die... Wie hast du uns gerade genannt? Reg dich nicht auf. Der hat eindeutig einen geistigen Schaden. Hör doch mal, wie der spricht. Sei nicht so hart zu ihm. Es war nicht meine Absicht, die Herren zu beleidigen. Okay, lassen wir das. Du bist zwar ein bisschen komisch, aber du bist du hier nicht der Einzige. Na gut, ich will euch durchlassen. Aber ich warne dich nur einmal. Machst du hier Ärger? War's das mit dir, klar? Ich bin bereits davon ausgegangen, dass ich exekutiert werde, wenn ich einen Fehler mache. Ich bin mit den Bedingungen einverstanden. Na dann, geh mal durch. So ein Spinner. Tja, so einfach kann's gehen. Ich glaube, ein Danke ist an dieser Stelle angebracht. Ich werde wohl noch ein wenig brauchen, mich an die Art der Kommunikation zu gewöhnen, die hier vorherrscht. Scheint ganz so. Der erste Teil des Plans wäre geschafft. Als nächstes brauche ich eine Arbeit. Wir sollten den Commander finden, der hier für alles verantwortlich ist. Fenris ist hier für alles verantwortlich. Du solltest ihn nach... Das machst wohl besser du. Denk dran, ich werde Azog erst berichten, dass du deine Aufgabe erledigt hast, wenn ich zufrieden mit deiner Arbeit bin. Also, zögere nicht und besorge mir eine Arbeit, bei der ich mit möglichst viel Mana in Kontakt komme. Der Typ hat doch Lack gesoffen und zwar nicht zu knapp. Fenris war wo genau? Da hinten. Merkwürdig. Ach, der lebt da hinten drinnen gerade, ja. Ja, der ist hinterm Haus. Tu nichts, was ich nicht auch tun würde. Sehr gefährlicher Satz. Ach, falsche Hütte. Ein Freund von mir sucht Arbeit. Hier gibt es mehr als genug zu tun. Was hat dein Freund denn für Fähigkeiten?
Was er kann? Sozial inkompetent sein, das kann er ziemlich gut. So, jetzt muss ich nehmen. Davon haben wir hier einige. Was für eine Arbeit hat er sich denn so vorgestellt? Irgendwas mit Mana. Das kann er vergessen. An unser Mana kommen nur unsere besten Heiler. Er wird sich schon mit einem unwichtigeren Job zufrieden geben müssen, bis er sich bewiesen hat. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Ich kann ihn, glaube ich, nicht gebrauchen. Vielleicht fragst du mal bei Tilas, Lasse oder Chloe nach. Vielleicht kann er bei ihnen putzen oder sowas. Ich glaube nicht, dass er zufrieden damit wäre, verschüttetes Bier aufzuwischen. Das ist nicht mein Problem. Jeder hier muss einmal klein anfangen. Sprich mal mit den dreien. Mehr kann ich dir dabei nicht helfen. Danke dir. Ich glaube, Lasse wäre ganz gut aufgehoben, so als Schmied. Lasse, Schmied, Breitschwert. Ich sah ein Weib und war geblendet. Ade. Ja. Lass uns handeln. Klar doch. Dein Scheiß Ernst. Ja, hau mir die Kartoffel vom Kopf. Das gibt's doch nicht. Ein Freund von mir sucht Arbeit. Ein Freund? Warum fragt er nicht selbst? Er ist sozial nicht unbedingt die hellste Leuchte, deswegen schickt er mich. Ach, so ist das. Versteht er denn was vom Schmieden? Nicht, dass ich wüsste, aber vielleicht kannst du ja trotzdem Hilfe gebrauchen. Beim Putzen oder so. Putzen? In einer Schmiede? Nein, das bringt nichts. Das dauert keinen Wimpernschlag, dann sieht alles wieder so aus wie vorher. Schade. Nein, tut mir leid. Für jemanden, der nicht schmieden kann, habe ich keine Arbeit. Versuch es mal bei Chloe. Die kann dafür vielleicht jemanden gebrauchen. Viel Erfolg. Danke dir. Hat ich doch mein Herz. Ich finde den Typen super sympathisch, weil ich mich nicht in der Alps anschließen hätte können. Wäre es wahrscheinlich trotzdem eine Kleriker geworden. Aber der ist trotzdem echt sympathisch. Keine Spur von Hank. Vielleicht weiß einer der Heiler ja etwas.